Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Wer mir auf Facebook oder Twitter folgt, weiß es vielleicht schon. Ich fahre Anfang September nach Chemnitz auf die Konferenz Bildungsräume 2017. Das ist eine Gemeinschaftstagung des DFKI, also des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, genauer der E-Learning-Fachtagung Informatik, und der GMW, der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft. Ich habe dort einen Beitrag eingereicht, der grob das Vorhaben meines Promotionsvorhabens umreißt, und dieser Beitrag wurde angenommen. Ding! Das heißt, ich darf ein Poster aufhängen auf dieser Konferenz. Und die Konferenz befasst sich generell mit Themen aus dem Bereich E-Learning, zum Beispiel MOOCs, Didaktik und Wirksamkeit des E-Learning, E-Learning und Bildungstechnologien in den Anwendungsfeldern, zum Beispiel Hochschule und so weiter. Das heißt, diese Tagung passt wie die Faust aufs Auge auf mein Promotionsvorhaben. Deshalb finde ich es toll, dass ich da hingehen darf, und bin sehr gespannt, was mich dort erwartet. Wenn du also auch auf diese Tagung gehst, melde dich doch bei mir. Vielleicht können wir uns ja treffen und unterhalten. In meinem Beitrag, meinem Poster und auch meiner Promotion wird es darum gehen, wie E-Learning fachgerecht evaluiert werden kann. Das bedeutet, ich nehme einen konkreten Kurs, den wir hier am KIT, am ZML, gemeinsam mit dem Geophysikalischen Institut gerade produzieren, und werde nachsehen, wie kann ich denn die verschiedenen Module, die unterschiedlich geartet sind, aber alle videobasiert sind, vergleichbar miteinander bewerten. Das heißt, wir haben dort einige kurze Videos, die sehr konzentriert Informationen liefern. Wir haben aber auch sehr lange Videos, nämlich Vorlesungsaufzeichnungen, das heißt 1,5 Stunden. Und ich möchte wissen, wie kann man denn diese Formen der Wissensvermittlung miteinander vergleichen, sofern sie videobasiert sind. Ist es zum Beispiel wichtig, dass man beide Videos gut spulen kann oder dass man ein Inhaltsverzeichnis hat, das man anspringen kann, und wie wichtig das jeweils gewichtet wird. Und genau das wird auf dem Poster ein bisschen näher thematisiert werden, und wir werden sehen, wie sich meine Promotion da eingehend weiterentwickelt. Also das ist tatsächlich mein Thema, vergleichbare Bewertung videobasierter Online-Module, und je nachdem, wie diese Module geartet sind, muss man da natürlich ein bisschen unterschiedlich rangehen. Und ich möchte, das habe ich zumindest vor, dass diese Herangehensweise vergleichbar wird. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao!